In diesem Paket hier ist ein iPhone 3GS und das Unboxing dazu, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Ich würde sagen, wir können das jetzt einfach einmal hier aufmachen und... Ach, wie wurde das denn eingepackt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier. So. So, das iPhone 3GS. Ich wollte eigentlich erst ein iPhone 3G kaufen, doch beim Kauf habe ich festgestellt, dass es ein iPhone 3GS ist. Aber ja, sehr schade. Aber für 10 Euro, was soll man da auch sagen? Ja, dann haben wir hier das iPhone. Hier ist schon mal das Netzteil. Okay. 12 Watt, das ist wohl ein iPad-Netzteil und kein originales iPhone-Netzteil. Aber ist cool, 12 Watt-Netzteil. Das kostet bei Apple schon 25 Euro so. Dann haben wir hier ein 30-Pin-Kabel. Auch noch im recht guten Zustand. Wow, auch noch im recht guten Zustand. Hier, also leider, das iPhone ist leider nicht mehr im Originalkarton, nur noch in diesem Pappkarton hier. Ja, hier haben wir dann das iPhone 3G, 3GS. Unten hin heraus. So, das kann alles erstmal zur Seite. Und dann würde ich sagen, wir können es direkt einschalten. Und warten ein bisschen. Währenddessen kann ich euch jetzt ja einmal erzählen, wieso ich es überhaupt gekauft habe. Also ich wollte eigentlich schon immer ein relativ altes iPhone haben, um so diesen coolen, alten Retro-Style zu fahren. Eigentlich wollte ich ein iPhone 2G haben, aber wer sich damit mal etwas beschäftigt hat, der weiß, iPhone 2Gs, also das, oh, es ist da. Diese kosten so zwischen 500 und 1000 Euro. No SIM Card installed. Oh Gott, ich hoffe, nein! Ich glaube, man braucht eine SIM-Karte, um das Scheißteil zu entsperren. Deutsch. Ja, na, sieht jetzt erstmal nicht so aus. Mal gucken. Sprache wechseln. Boah, braucht das lange. Nein. Na, egal. Ich kann es erstmal wegklicken. So, dann wähle ich mich hier jetzt einmal in meinem WLAN ein. Okay, ich brauche eine SIM-Karte. Na super. Nein! Das blöde Teil hat eine ganz normale Steckdose. Ob ich dafür noch einen Adapter habe? Ja, Adapter habe ich jetzt gerade gefunden und da muss ich wohl jetzt hier aus meinem iPhone die SIM-Karte entnehmen. Und dann haben wir hier das fertige iPhone sehr, sehr schön eingerichtet. Ich möchte aber noch ein paar Änderungen vornehmen. Ja, erstmal möchte ich gerade gucken, wie die Kamera ist. Das hier ist die Kamera. Oh Gott, ist die schlecht. Ja gut, ich muss jetzt zugeben, ich habe ja auch wirklich Lowlight-Verhältnis. Hinten ist es jetzt 7 Uhr und hier stehen die Softboxen, hier die Kamera. Es sind jetzt nicht die besten. Ich mache mal gerade ein Foto von euch, und wenn ich das übertragen kann. Dann blende ich das gleich einmal ein. Aber ich würde sagen, das war es dann auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann würde ich mich unglaublich über einen Like oder ein Abo freuen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch schon in einem meiner nächsten Videos wieder.